Für viele ist Rügen die größte und schönste Insel Deutschlands. Aber schon sehr früh nutzten auch kreative Köpfe aus aller Welt die abwechslungsreiche Landschaft der Insel, um Inspiration zu finden. So wie der berühmte Maler Caspar David Friedrich oder der Komponist Johannes Brahms, der hier die nötige Ruhe und Kraft fand, um seinen letzten Satz der ersten Symphonie in C-Moll zu vollenden. Auch Albert Einstein soll die Insel Rügen bereist haben. Der Mythos, dass er tatsächlich hier war, wurde durch die Eröffnung der Bar Einsteins wieder neu entfacht. Die Hintergründe für die Namensgebung und die damit verbundenen Gerüchte wollen wir aufklären. Rügen Campus bringt die Wahrheit ans Licht. Ja, glücklicherweise kam zur richtigen Zeit der Herr Parchius, der Ortschronist hier aus Berlin, und hat uns erzählt, dass halt Albert Einstein 1915 hier in dem Haus Urlaub gemacht haben soll, was ich total spannend fand, und wir uns dann am Abend dann mal so unterhalten haben und in der Runde beschlossen haben, das sollte man wirklich machen, weil ja, das ist ja eigentlich ein Geschenk für uns, weil man gibt dem Laden gleich eine Seele. Ja, und die Gäste fragen auch viel. Also es gibt wirklich sehr viele Gäste, die wirklich direkt kommen und fragen, warum das Einsteins heißt und warum die Formel da vorne ist, und man halt dann wirklich immer irgendwas zu erzählen. In der Villa Johanneshorst soll Einstein während seines Rügenaufenthalts also gelebt haben. Aber gibt es dafür Belege? Wir machen uns auf den Weg zum Berliner Ortschronisten Gerhard Parchow, um in seinem Archiv nach Beweismaterial zu suchen. Neben einer Vielzahl von alten Gästebüchern der Ferienhäuser zeigt er uns einen Brief, den Albert Einstein in Berlin an seinen Freund Heinrich Zanger geschrieben haben soll. Wir fragen Berlins Bürgermeister Reinhard Liedtke, wie er den Mythos von Einsteins Aufenthalt auf Rügen einschätzt. Naja, ich sag mal, das Glauben, das ist ja immer so, wer dran glauben will, das ist ja nun wirklich eine philosophische Frage. Also einer geht in die Kirche rein, ich vergleiche das immer, wenn sie in eine große Kirche reingehen, ein Dom, das ist genau das Gleiche. Der eine sagt, oh, ich bin jetzt Gott nahe, das ist schön, das ist ein toller Platz hier, ich fühle mich wohl. Der andere steckt die Hände bis in die Ellbogen, die Tasche und sagt, ja, ist genauso wie draußen. Auf der Suche nach handfesten Beweisen für die Echtheit der Briefe stoßen wir auf einen Einstein-Fachmann in Köln. Hans-Josef Küpper beschäftigt sich bereits seit über 20 Jahren mit Albert Einstein und dessen Leben. Also ich glaube, das steht einfach fest, und es macht keinen Sinn, einen Brief Einsteins zu fälschen, wo er sich drin äußert, dass er auf Rügen war. Nach einem langen Gespräch erhalten wir von ihm einen heißen Tipp. Er stellt einen Kontakt zum Albert Einstein Archiv in Jerusalem her. Frau Barbara Wolf ist eine weltweit anerkannte Einstein-Expertin. Wir berichten Barbara Wolf in Jerusalem per Telefon von unseren Rechercheergebnissen und bitten sie, dazu Stellung zu beziehen. Was weiß sie über Einsteins Aufenthalt auf Rügen? Glaubt auch die Expertin aus dem Einstein-Archiv an den Mythos? Das ist keine Glaubensfrage. Wir wissen das. Wir entnehmen das sowohl den Briefen oder Postkarten, die er abgesandt hat. Ich hab keinen Zweifel, dass Einstein erstens im Sommer 1915 auf Rügen war. Zweitens entnehme ich den Brief an Zanger vom 16.07.1915, dass seine Adresse Villa Johanneshorst in Berlin war. Er war dort mit seiner Cousine, die später seine Frau wurde, und mit deren beiden Töchtern. Dafür haben wir Belege. Sein Gefühlszustand war ein ziemlich chaotischer um diese Zeit. Er hatte sich im Sommer des Vorjahres, also im Sommer 1914, von seiner Frau getrennt. Während unserer Recherche wurde Albert Einstein immer wieder im Zusammenhang mit dem Friedensberg erwähnt. Hier soll er neue Kräfte gesammelt haben. Von Dr. Marius Ralf Bittner, der das Geheimnis des Friedensbergs erkundet hat, erhoffen wir uns Fakten. In dieser stressigen Situation zieht es ihn nun nach Berlin. Kann man sagen, ja, das ist aber ein Zufall. Zufall ist nur die Beschreibung eines noch nicht bekannten Gesetzes. Mehr nicht. Für mich hat er sich mit Sicherheit dort ein bisschen entspannen können, harmonisch aufladen können. Er, der sich sehr intensiv mit solchen
Übergängen von Materie und Energie beschäftigt hat, war für mich bestimmt auch in der Lage, so etwas zu fühlen oder damit in irgendeiner Art umzugehen. Völlig klar, dass Albert Einstein diesen Kraftort genutzt hat für sich. Da fallen diese Intuitionen ein. Und auf einmal wissen wir was, was wir vorher nicht wussten. Das können wir nämlich nicht denken. Der Verstand ordnet nur. Liegt es natürlich nahe, dass er dann auf dem Berg gewesen ist und seine Gedanken hat schweifen lassen. Und dann ist ihm das vielleicht der entscheidende Beweis eingefallen. Und ist toll eigentlich mit Einstein, wenn solche Leute hier sind. Selbst wenn Albert Einstein diesen Ort zur Erholung genutzt haben soll, können wir uns an dieser Stelle noch nicht vorstellen, wie ein Berg einen derartigen Einfluss auf den Verstand eines Menschen haben kann. Haben wir den Berg in 16 Stationen einteilen können. Und dadurch, dass wir die einzelnen Punkte jetzt gewissen Gefühlen zuordnen können, und zwar eindeutig, können wir mit dieser Information arbeiten. Auch wenn es möglich ist, mithilfe der Radiästhesie terrestrische und planetare Einflüsse an Orten nachzuweisen, bleibt es eine Vermutung, dass Albert Einstein wirklich auf dem Friedensberg war. Mit den gesammelten Informationen gehen wir wieder zurück zum Einsteins. Dort treffen wir Bürgermeister Liedtke, Herrn Dr. Wittner und den Inhaber. In einer gemütlichen Runde feiern wir mit Einsteins Lieblingsgetränk, einer Selleriebowle, den Erfolg einer langen Beweissuche. Es ist wahr, Albert Einstein hat in Selin auf der Insel Rügen seine Ferien verbracht und wurde in der Villa Johanneshorst beherbergt. Ob Albert Einstein auch die Kräfte des Friedensbergs genoss, kann uns kein Institut oder Archiv belegen. Wobei das auch nicht von großer Bedeutung ist, denn wie Albert Einstein schon sagte, das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.